Da Jun sich seit Anfang Dezember drehen kann, haben wir jetzt den Laufstall bestellt und der ist jetzt eben angekommen und ich werde den jetzt aufbauen. So, dann schauen wir mal, was da drin ist. Okay. Ja, okay, Miuna. Schauen wir mal rein, hm? Achtung. 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 Wow! Wow! Ganz viele Teile, hm? Holen wir die mal alle da raus? Okay. Ja, okay, ist eine gute Idee, ne? Dem Baby soll ja auch nicht langweilig werden, deshalb ist da auch ganz viel zu spielen dabei. Miuna hilft mir schön beim Auspacken. Ja, wir werden dann jetzt den Laufstall mal aufbauen. Das ist ja ganz simpel. So sieht das jetzt aus. Nee. Ja. Ich glaube, das ist ein Baumbaum hier. Im Moment hat natürlich Miuna den meisten Spaß damit. Die Babys können ja noch nicht so viel machen, aber wenn die dann auch mal so weit sind, dann haben sie hier wenigstens etwas Beschäftigung, wenn ich dann das Essen mache. Und so lange kann ja Miuna damit spielen. Sehr gut. Hier, Wauwau. Hi. Wo gehört der Wauwau hin? Hm? Baumdalle. Das ist ein Wauwau, Miuna. Wauwau. Es ist ein Miau mit dir denn. Miau, miau. Sehr Pinguin. Ein Pinguin. Wo gehört der Pinguin hin? Wo gehört der Pinguin hin? Hier hin? Hier sieht man auch ganz gut, wie John versucht hat, sich zu drehen. Komm, noch ein bisschen. Vielleicht hast du es geschafft. Oh, sehr gut. Toll gemacht, Jun. Hm? Hast du dich gedreht? So, ich wollte jetzt generell noch ein Update zu den Babys geben. Jun und Makoto sind ja jetzt schon 4 Monate alt und es hat sich ja mittlerweile schon ein bisschen was verändert. Jun kann sich ja seit Anfang des Monats schon auf den Bauch drehen. Makoto kann es noch nicht, aber ich denke, das wird jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern. Er versucht es schon jetzt auch die ganze Zeit. Ich habe eigentlich gedacht, dass Makoto es zuerst schafft, sich auf den Bauch zu drehen, weil er vorher schon die ganze Zeit fast rumgekommen ist. Also es hat wirklich nur noch die Schulter und der Kopf gefehlt, das noch rumzuheben. Und ansonsten lag er eigentlich immer schon auf dem Bauch, so ganz so verdreht irgendwie. Und deswegen dachte ich, dass er es zuerst schafft. Aber Jun hat es dann einfach
so gemacht. Aber ich glaube, dass jetzt auch Makoto es richtig versucht, auf den Bauch zu kommen. Es sieht zumindest so aus. Also denke ich mal, dass er es in den nächsten Tagen auch schaffen wird. Bei der letzten Untersuchung beim Kinderarzt haben beide Babys 7 Kilo gewogen. Also werden sie jetzt schon drüber sein, da das nun auch schon wieder ein Weilchen her ist. Zu Hause wiege ich die Babys nur mit mir zusammen auf der Waage, um grob den Unterschied feststellen zu können. Abgesehen von den Terminen beim Kinderarzt wiege ich sie sonst noch, wenn wir dazu kommen, im Kaufhaus dann mal. Dort gibt es ja immer die Babyrooms und in den Babyrooms sind ja auch meistens Wagen. Also die richtigen Babywagen und da kann ich die dann auch immer noch mal wiegen. Und ich sehe auch, dass die fleißig zunehmen. Makoto ist auch immer noch etwas schwerer als Jun und tatsächlich auch ein kleines bisschen größer, also nicht viel. Ich glaube, es war nur ein halber Zentimeter. Makoto ist jetzt 62 cm lang und Jun 61,5 cm. Zumindest war das die Körperlänge bei der 3-Monats-Untersuchung. Wir waren für die Untersuchung ja bei dem Kinderarzt, der nur 5 Minuten Fußweg von uns zu Hause weg ist. Aber der Kinderarzt impft leider nicht mehr. Es steht zwar immer noch in den Unterlagen drin, aber er macht es nicht mehr. Und uns wurde geraten, für die Impfung dann zu einem anderen Arzt zu gehen. Deswegen waren wir dafür bei einem anderen Kinderarzt. Da bin ich 45 Minuten zu Fuß hingelaufen. Ich habe dort angerufen und am Telefon wurde mir gesagt, dass man als Erstkunde keinen Termin am Telefon ausmachen kann und ob ich nicht persönlich vorbeikommen könnte. Und da das halt ein Werktag war und mein Mann nicht da war, bin ich halt hingelaufen. Und obwohl ich am Telefon ja gesagt habe, dass ich für die Impfung einen Termin machen möchte, haben sie mir vor Ort dann gesagt, dass ich gar keinen brauche, weil sie den Impfstoff immer vorrätig haben. Das hat mich schon gewundert, warum sie mir das nicht direkt am Telefon erzählt haben, aber ist auch egal. Und da ich ja dann auch gerade schon mal da war, habe ich dann eben auch Jun und Makoto impfen lassen. Ich habe die Impfungen ja ein bisschen rausgeschoben, weil irgendwie, ja, bei 2 Babys habe ich mir das ja anstrengend vorgestellt, wenn sie die Impfung nicht so gut vertragen und dann halt ein bisschen weinerlicher sind. Man weiß ja vorher immer nicht, wie die Babys drauf reagieren, aber Jun und Makoto haben beide gut drauf reagiert. Sie waren sehr müde, ein bisschen weinerlich, aber haben die Nacht trotzdem gut geschlafen gehabt, also die Nacht nach den Impfungen. Und jetzt merkt man ihnen auch schon nichts mehr an. Ist ja nun auch schon wieder ein paar Tage her. Miyuna hat sich sehr gut benommen, als wir beim Arzt gewartet haben. Aber ich glaube, ich möchte nicht nochmal alleine mit allen 3 Kindern zum Arzt gehen. Erstens ist das schon ein ziemlich weiter Fußweg und ich selbst fahre hier ja kein Auto, also ist das natürlich ein bisschen doof. Und außerdem hätte ich gerne noch 2 weitere Hände, die mit den Kindern helfen können. Das Personal dort, also die Arzthelferinnen, haben natürlich super lieb mitgeholfen. Aber trotzdem hätte ich entweder gerne meinen Mann oder meine Schwiegermutter mit dabei. Und das nächste Mal müssen wir zum Impfen dann im Januar. Also nachdem die dort ihren Winterurlaub hatten. Ich habe auch noch Neuigkeiten, die Miyuna betreffen. Denn da bin ich auch schon ganz doll aufgeregt. Ab nächsten Jahr geht Miyuna nämlich in den Kindergarten. Wir waren jetzt schon 3-mal dort wegen Informationsveranstaltungen. Bei dem ersten Termin war mein Mann noch mit dabei, weil der war auch der längste Termin. Und dort bekamen wir eben alle die meisten Informationen. Und ich wollte eben nichts falsch verstehen und deswegen war es mir lieber, dass mein Mann dabei war und er ist dann mitgekommen. Uns wurde dort zuerst der Kindergarten gezeigt. Ich war ja noch nie in einem japanischen Kindergarten. Als ich dort reingekommen bin, hat mir das irgendwie total ein anderes Gefühl gegeben als ein deutscher Kindergarten. Es war irgendwie alles viel, ja, geregelter und die Kinder saßen alle an ihren eigenen Tischchen und haben dort dann halt gemalt oder was auch immer sie gerade für einen Unterricht hatten. Beim zweiten Termin mussten wir nur die Anmeldung abgeben und beim dritten Termin gab es dann ein kleines Vorstellungsgespräch, damit die uns im Kindergarten dort besser kennenlernen konnten. Und diese beiden Termine habe ich dann auch alleine geschafft, also da brauchte ich dann meinen Mann auch nicht dabei. Das Programm beginnt im Mai und geht dann ein Jahr lang. Also Miyuna ist ja erst 2 Jahre alt, sie wird ja erst im Sommer nächstes Jahr 3 und der Kindergarten für sie beginnt dann erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres, also übernächstes Jahr. Und der Kindergarten nimmt dort eben lieber die Kinder auf, die dieses Programm im Jahr davor mitgemacht haben, weil die Kinder kennen dann schon den Kindergarten, die wissen, was man dann so dort macht und alles. Und das ist auch nur 2-mal im Monat, also es ist nicht oft und auch nur 1,5 Stunden lang. Also wir sind da jetzt nicht Montag bis Freitags oder so. Aber es ist eben, dass Miyuna und ich zusammen dorthin gehen und dass ich mit Miyuna Zeit verbringen kann, da sie ja jetzt so viel zurückstecken muss wegen den Babys und ich eben nicht mehr so viel Zeit für sie habe. Und das, ja, finde ich nicht so schön und sie findet das auch nicht so schön. Deswegen freue ich mich schon sehr darauf, diese Zeit dann mit ihr gemeinsam zu verbringen. Und für Miyuna wird das auch richtig, richtig toll werden, weil sie dort dann auch mit anderen Kindern spielen kann. Wir machen da verschiedene Dinge. Also da wird natürlich gebastelt, gemalt, dann werden Spiele gespielt, gesungen wird. Kinder spielen mal draußen, mal drinnen. Es gibt mal sowas wie Sport, also wo sie sich viel bewegen können. Und es wird auch gekocht und all solche Dinge. Und da freue ich mich wirklich sehr darauf, das ein Jahr lang dann mit Miyuna mitzumachen. Und wenn sie dann mit 3 richtig in den Kindergarten geht, also eigentlich ist sie ja dann schon 3,5, aber ja, ist halt hier eben so, dass der Kindergarten oder auch die Schule eben im Frühjahr beginnt und nicht im Sommer. Und ich kriege Miyuna auch nicht vor 3 in den Kindergarten, weil ich ja nicht arbeite. Deswegen
geht es erst ab 3. Ich sehe ja schon, wie viel Spaß es ihr immer macht, mit den Nachbarskindern draußen vorm Haus zu spielen. Bei uns im Garten haben wir eine Rutsche stehen und auch so eine kleine Schaukel. Und mein Mann hat jetzt auch für Miona einen Sandkasten gebaut. Und gerade der Sandkasten ist auch sehr beliebt bei den Kindern aus der Nachbarschaft. Deswegen sind halt auch öfters Kinder aus der Nachbarschaft bei uns im Garten und spielen dann dort mit Miona zusammen. Und ich kann mich dann ein bisschen mit den Müttern unterhalten. Das ist dann auch immer ganz schön. So an sich, also so richtige Freunde hat Miona ja noch nicht. Sie spielt zwar natürlich immer gerne mit den Kindern aus der Nachbarschaft. Und es wird dann auch später im Kindergarten so sein, also in diesem Programm davor, ist es natürlich einfach schwierig, weil da sind halt nur 2-jährige Kinder, also die in dem Jahr halt, ne, 2 sind und halt 3 werden, wie Mina wird ja 3 werden. Die Mädchen und Jungs, mit denen sie spielt, sind alle etwas älter, die gehen schon in den Kindergarten oder fangen dann jetzt eben im nächsten Jahr richtig mit dem Kindergarten an. Okay, ich glaube, das war jetzt auch alles, was ich noch sagen wollte. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu verwirrend erklärt. Also wenn es sonst noch irgendwelche Fragen zu dem Thema gibt oder generell zu irgendeinem Thema, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde dann darauf antworten. Und ansonsten sehen wir uns halt eben einfach im nächsten Video wieder. Bis dann!